Moin! Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer würde nicht gerne dort jetzt sein? Ich trage mit meinem Hintergrund ein bisschen Sonne und warme Stimmung oder Gefühle hoffentlich in Ihre Herzen hinein. Liebe Eltern, der erneute Lockdown bedeutet, dass wir ausschließlich Notbetreuung vorhalten dürfen in allen Bereichen. Und für diese Notbetreuung unterstreiche ich, was im Landeserlass nachzulesen ist, auch systemrelevante Berufe, die Anspruch haben auf die Notbetreuung, müssen sich den Fragen von uns stellen, denn dazu sind wir angehalten, ob sie nicht doch eine andere private Möglichkeit der Betreuung ihrer Kinder vorhalten können. Warum? Wir haben jetzt bereits mit Blick auf die kommenden Tage erste Schwierigkeiten personell, weniger Kinder in Gruppen mit entsprechend trotzdem gleichem Personalstamm betreuen zu können. Wir haben außerdem darüber hinaus die erste Einrichtung, die geschlossen hat und eine weitere Einrichtung, wo wir im Austausch mit dem Gesundheitsamt sind. Also ein Appell an Sie alle, bitte verstehen Sie, dass die Kolleginnen und Kollegen Fragen stellen, die Fragen stellen müssen auch. Und in diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich, dass wir alle gut durch die Tage kommen und auch gut in ein neues Jahr hineinschreiten werden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, von Ihnen haben einige heute die Information erhalten oder erhalten sie noch morgen, dass sie sich erneut in der Situation der Kurzarbeit befinden. Ich bin ganz froh, dass wir sowohl mit Kostenträgern wie auch dem Betriebsrat erneut die Regelung so finden konnten, dass wir von betriebsbedingten Kündigungen Abstand nehmen können. Das ist gut so und sichert für Sie alle auch die Perspektive, in dieser besinnlichen Zeit, die vor uns steht, auch wirklich sich auf das Fest und auf ein Zusammensein in schon sehr beschränkten Kreise dennoch konzentrieren zu können und das genießen zu können. Für manche da draußen, die sich fragen, wie passt das eine mit dem anderen zusammen? Wir können nicht alle Kolleginnen und Kollegen einfach so in der Notbetreuung einsetzen. Es bedarf einiger Voraussetzungen und wir dürfen vor allen Dingen nicht Kollegen von A-Einrichtung in B-Einrichtung einsetzen. So sind die Erlasssituationen. Ich bitte einfach darum Verständnis. Wir tun alles Mögliche und Erdenkliche. Wir arbeiten übers Wochenende und auch spät in den Abend hinein, um zu organisieren, dass wir alles bestmöglich vorhalten und wir drücken mit allen gemeinsam die Daumen auf und für ein gesünderes 2021 für die gesamte Gesellschaft.